Mach mal einen kleinen Nachschlag zu dem heutigen Update. Okay, gerne. Dass immer diese großen Erkenntnisse, die du kriegst, dass die Labertaschen, wenn ich sage, ich bin der Meister aller Meister, das ist nicht das Pixelmännchen, sondern der, zu dem ich sage, ich bin du. Und wenn man das einmal nur oberflächlich liest, wenn man das anschaut, man ist so verbrettert mit dem materialistischen Glauben, mit der Identifikation, mit dem Ich bin dieser Körper. Die ganzen Corona-Regeln, all das ganze Zeug, es ist eine Selbstentheiligung, es sind Gedanken von dir. Und ich mache jetzt noch mal ganz kurz das heutige Update, da springen wir ganz kurz rein, das ist ja noch nicht veröffentlicht, außer in unserem Chat. Ich tue mal den Bildschirm da rein. Ach, sorry, da muss ich einen kleinen Moment. Du hast ja einen kleinen Kommentar mit dazu gemacht, da sieht man dann eigentlich schon, wessen Kind die alle sind. Schau, und das ist jetzt hier, es ist alles so tief. Ich schreibe jetzt Update, unsere göttliche Inspiration. Wer denkt sich den folgenden Pixel wieder lange aus? Folgend, weil da kommt jetzt dann ein Video. Wir haben jetzt natürlich die endlich geöffnete Existenz ist wie eine Erscheinung. Können wir jetzt natürlich die Buchstaben wieder reingehen, hebraisieren? Habe ich im Bildschirm übertragen? Ja, hast du. Habe ich? Alles gut? Dann springen wir da mal ganz kurz rein. Das ist, wie das jetzt insgesamt eigentlich funktioniert, dass ich immer wieder sage, wir machen zuerst mal die geöffnete Existenz blau. Ist ja bei den alten Hasen, ist es klar. Geistige Oberfläche geöffnet, existierend. Rot gelesen wäre es geschlossen, im Bewusstsein selber, also noch nicht ausgedacht. Darum ist das das hebräische Wort urteilen, verurteilen, aber auch richten und beraten. Und das KD denkt, das schreiben wir jetzt einmal so, und das ist jetzt interessant, es ist immer eine Sekte, eine Gruppe. Ein S-Eck. Eine Sekte ist immer, wir können das auch eine gewisse Kollektion nennen. Schau mal da her. Verborgener Wert 86, das ist UP. Der Atbasch ist 31, das ist Gott. Das muss man jetzt nicht wissen. Und da kommt jetzt diese große Erkenntnis, wenn wir jetzt hier reinspringen, darum zeige ich dir das. Wer denkt sich, bewusstes Ich, das ist der, der uns zwei jetzt ausdenkt. Das ist nicht der Cem, das ist nicht der Udo und das ist auch nicht der, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video ausdenkt, weil der auch was Ausgedachtes ist. Wer denkt sich, dem folgenden Pixel, die da lange, jetzt den Cem, den Udo und sich selbst als Trockennasen offen, der sich ein Video anschaut, aus? Und zwar de facto, das mache ich normal, de facto heißt als Tatsache, jetzt tatsächlich, hier und jetzt bewusst aus sich, ein bewusstes Ich, rot gelesen, selbst heraus. Eine wahrgenommene Berechnung geht nach außen. Das ist der Klartext im Holofeeling. Und das muss man nicht wissen. Das ist die nächste Ebene. Ich erkläre dir jetzt erst, was du bist. Und ich sage immer wieder, wenn du ein unreifer Geist bist, das ist ein Akt von Selbsterkenntnis, dass du zuerst einmal akzeptierst, ich bin ein Geist. Und ein Geist, ein träumender Geist ist die Gott, der Schöpfergott für die Welt, die er sich ausdenkt, die er träumt. Du denkst dir alles aus dir heraus, wenn du träumst, aus deinem tiefsten inneren Zentrum. Du selbst natürlich, das ist kein Schreibfehler, das mache ich absichtlich so. Das hätte man natürlich auch, das Licht hätte ich jetzt setzen können, hier L-I, Z-D und hätte es blau machen können mit einer Linie, dann heißt das Lied zu mir, komm in Schrecken. Z-D heißt nämlich Schrecken. Schrecken wie der Schinn erregen. Ich hätte es darüber setzen können, du selbst bist das Licht für diese Natur und Nader, das kommt dann weiter unten, heißt etwas in sich losmachen, aufspringen lassen. Das sind deine Gedankenwelt. Es ist kein willkürliches System. Und wenn jetzt ich immer wieder höre von Geistesfunk auf der Bröselebene, die noch in ihrer Rolle drinstecken, das verstehe ich nicht, das begreife ich nicht, ich habe keine Zeit, es zu lernen, so, darum geht es gar nicht. Du musst es nicht lernen, du musst zuerst wissen, wer du selbst bist. Und wenn du vor irgendwas Angst hast, bist du noch ein kleiner Hosenscheißergott. Und jetzt kommen wir in den Bereich der Trockennasenaffen Menschen. Wenn ein Säugling in die Windel macht, ist der weder blöd noch dumm, sondern er ist extrem unreif. Der steht noch ganz am Anfang dieses einen Lebens, das er durchlebt, was er noch sehr, sehr viel zu lernen hat, bis er dann in die nächste Klasse kommt, auf die nächste Ebene kommt. Und das ist jetzt unabhängig, habe ich in einer der letzten Selbstgespräche darauf hingewiesen, ob du jetzt irgendein Vorstandsvorsitzender von einer großen Firma bist oder ob du ein Obdachloser bist oder ein ganz normaler Maler, eine ganz normale Hausfrau. Es ist gleichgültig. Wenn du vor was Angst hast, bist du ein extrem unreifer Geist.
Aber zumindest, wenn Holo Feeling in dir auftaucht, schon einer, der neugierig wird auf sich selbst, auf das, was er selber ist. Welcher Spiritus Sanctus inspiriert dich geistesfroh? Das ist natürlich jetzt schon ganz Sache, das ist nämlich der Heilige Geist. Und da ist natürlich die Auslegung ist wieder sehr, sehr einseitig. Der Heilige Geist, auf Geist Gottes genannt, ist Gott keine eigenständige Gottheit oder Substanz. Ist Gott heißt, ist All und All ist nichts, ein absolutes Nichts. Creatio ex nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts. Der Urknall, bevor er geknallt hat. Er ist keine ausgedachte Substanz oder Gottheit, das sind alles ausgedachte Dinge. Und jetzt kommt es natürlich, wenn wir hier unten reinfahren, da wird jetzt der Heilige Geist wird nur als Ruch, aber das heißt ja nicht nur Wind, sondern es heißt ja auch Geist. Das sind die zwei Seiten, rot oder blau. Mit dem späteren Geist bezeichnet zunächst Wind. Und jetzt wirst du merken, dass hier die Haltung eines Menschen, sein Ruch, gilt in gewisser Weise als ein selbstständiges Wesen, das nenne ich Geisteswohn. Da könnte ich natürlich, dein Selbst ist stehend, stand im göttlichen Geist. Du bist unbeweglich in der Transversalen in deinen göttlichen Geist. Und das ist E-Quadrat S. Das ist dieses Energiebewusstsein. Die 200 Gramm rote Gnede, die sich nicht von A nach B bewegt, sondern bloß wie Zwirbelschalen, Gedanken, wenn das Universum eigentlich, das selbstständige Wesen ist, das Universum, das in eins gekehrte, das Gedankenwellen aufschmeißt, das immer ist, aber an seiner geistigen Oberfläche Gedankenwellen aufschmeißt. Merkst du, das steht alles da. Und das kann sich jetzt aus im Spiegel herausbreiten und auf andere Menschen übertragen werden, überspringen. Jetzt Menschen ist natürlich die große Frage, nicht auf Trockennasenaffen, sondern auf andere Adams, andere Geistesfunk. Das ist das, wo ich dann immer wieder sage, du musst der Erste sein und dann wächst es aus dir heraus. Ich will da jetzt gar nicht so auch reinspringen, sondern was mir wichtig ist, wenn man weitermacht und wer inspiriert die ausgedachten Personen? Welcher Heilige Geist inspiriert dich? Geistesfunk und wer inspiriert die ausgedachten Personen? Ja, der, der die träumt. Es ist doch die logischste Sache der Welt, dass eine Figur in einem Traum nur das erzählen kann, was der träumende Geist träumt. Wer inspiriert die ausgedachten Personen in deiner Traumwelt? Gespiegelter Raum ist doppelt aufgespanntes IED, das ist das Brandopfer, der polare Rand. Du selbst natürlich. Drum ist jetzt da dieses NDR, ich mag es nochmal, das ist jetzt auch Natriumkalt, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, auffahren, aufspringen, entspringen, herausschütteln, hüpfen lassen, das sind deine Gedankenwellen. Und der Atmaschwert im Hintergrund ist die 13, die Liebe, die 1 und die Heilung. Da wird das alles erklärt. Und jetzt hör mal, was der DR dir Geistesfunk erzählt. Und das ist ja die Stelle, das könntest du ahnen, es ist Satz für Satz absolute Metapher von Holofeeling. Aktuelle Metaphern von Holofeeling. Jetzt können wir uns wieder fragen, ja, hat der Holofeeling gelesen? Aber was ist der Dieter Lange jetzt? Das ist jetzt im Moment ein Gedanke, der ist auch ein Gedanke, eine Information von dir, wenn du dir das Video anschaust, dann siehst du ein Pixelmännchen und selbst wenn du jetzt in einem Vortrag von den Dieter Lange wärst, wäre der sinnlich wahrgenommene Dieter Lange auf deiner Verabrede auch bloß eine Information von dir, die von dir ausgedacht wird, wenn du träumst. Das ist der Schlüssel. Auch jetzt mit meinem Hörmann. Wir können jetzt noch einige nennen. Du wirst den Eindruck haben, wenn du anfängst zu verstehen, dass die Menschen um dich herum, die in deinem Traum auftauchen, auch als reale Personen, wenn im Hintergrund der Verbindung zum Geist ist, dass die Suchende sind, nach was vollkommen Neuem, dass die plötzlich anfangen, alle Holofeeling-Zitate zu zitieren, obwohl diese Gedanken, diese Informationen als Ding an sich niemals irgendwas von Holofeeling mitbekommen können, sondern es zeigt sich in deinem Traum, dass du langsam neugierig warst, du Geist, weil ich rede ja prinzipiell nur mit dem Geist, der sich alles ausdenkt. Es scheint, dass viele von dir Geistesfunk ausgedachte Laberermeister, nenne ich ja, ich bin der Meister aller Laberermeister, zum Beispiel dieser Pixel-Dieter und der Franz Hörmann, die vorhergehenden Videos, damit anfangen, dich Geistesfunk in deiner Traumwelt an die absolute Grundregel, das ist ja das polare Eine, zu erinnern, von Nico B.'s Holofeeling zu erinnern. Wir zwei, du wirst langsam wach. Und die lautet, das können wir euch jetzt alles schön, die Zeichen, die in der Zeit auftauchen,
Jede ausgedachte Gedankenwelle plus minus ist gleich Null. Ist in mir ER Quadrat, ich und du, in uns, ich und du. Nicht der Udo und der Cem oder sonst wer, sondern JCH und ich selber, wenn ich anfange, ein Buch zu lesen, ein Leben zu durchleben. In uns GE Quadrat ist Hai und das ist göttlicher Geist. Einfach und easy. Cem. So, dann mache ich jetzt die Udo wieder. So. Ja. Das ist die große Erkenntnis, Jenny. Es liegt alles auf der Hand. Es ist offensichtlich und das wird der Welt wird ein Wunder und du hast in jedem Leben deine eigenen Prüfungen. Wenn du jetzt sagst, du als junger Vater, du hast die Probleme, man will nichts verkehrt machen, dann hat man diese Zwiespälte, dann muss man für den Unterhalt der kleinen Familie sorgen, dann ist hier sich in Arsch aufreißen. Zeige, dass du dienst. Diene selber und immer daran denken, wenn es dir schlecht geht, du vergleichst dich wieder mit Wünschen, die dein Ego in dir erzeugt. Ich sage, vergleich dich nach unten. Denk dir Leute aus, denen schlechter geht wie dir. Denk dich nach Afghanistan. Wenn du jetzt nicht gerade der Taliban bist, aus Medien und bei sehen. Alles nur ausgedacht, da außen ist nichts. Das ist diese große Erkenntnis, halte das erste und das zweite Gebot. Das erste Gebot brichst du, wenn du definitiv an dich selbst denkst und denkst dann an einen Trockennasenaffen, an den Körper. Mach dir kein Bild von Gott, hast, mach dir kein Bild von dir selber. Oder selbst wenn du jetzt sagst, ich bin ein träumender Geist, ist das schon die Worte träumender Geist, ist wieder was Existierendes, eine Vorstellung, das ist ein Symbol. Der eigentliche Gott ist etwas, was nicht gedacht werden kann, ein absolutes Nichts, ein All. Und in dem Moment, wo der Allah wird, fängt er zum Träumen an. Das ist Allah. Oder das ist ein Bu, das heißt auf Hebräisch, in ihm. Und in dem Moment, wo der zu einer geöffneten Schöpfung wird, da, das ist Buddha. Das sind allen die Heiligen, wenn du das mit der Vatersprache preisierst, egal welche Sprache das ist, wirst du feststellen, du landest immer in dem Kontext. Darum soll man, wir machen keine religiöse Spinnerei. Das Leid, das Menschen sich antun, und jetzt sage ich schon wieder, was sind Menschen jetzt? Gedanken. Können Gedanken leiden? Es sind viele Kleinigkeiten, wo immer wieder hochkommen, die Fragen, in die hochkommen, wenn du, mir fällt jetzt gerade das Selbstgespräch mit meinen Irenchen ein, ich bleibe wieder auf der Brüssel-Ebene, hat der Redo noch mal reingestellt in unseren Chat, weil er gesagt hat, ist vor 3-4 Monaten, weiß nicht, was, wie das genau heißt, ich glaube, was ist jetzt da? Wo sie dann immer begeistert, wo sie fragt, ja, und was erlebt dann eigentlich ein Blinder? Mhm. Und ich schüttle dann den Kopf, ich sage dann, was ist ein Blinder jetzt? Ja. Es sind Worte, wo du eine Vorstellung aufbaust, der ist jetzt ein Gedanke. Jeder Blinde, den du jetzt denkst, ist ein Gedanke von dir. Und du fragst es, was erlebt eigentlich der Gedanke von mir? Ja, das, was du denkst, das erlebt. Jetzt willst du das von einem anderen Gedanken wissen. Der Gedanke muss ja dir jetzt erklären, was der Blinde eigentlich erlebt. Weil ich weiß es ja nicht. Und in dem Moment, wo du an ich denkst, denkst du auch an Gedanken. Es sind nur Informationen. Verstehen und erleben, du bist nur der Geist und das bist du. Und da fällt alles zusammen. Dann bist du nicht nur der Cem jetzt in deinem Fall mit deinem Programm, Namen sage ich, sind austauschbar, du bist auch deine Kinder, deine Frau, dein Chef, deine Arbeitskollegen. Holofeeling heißt das Gefühl, alles zu sein. Es sind Puzzlestückchen von dir. Ein einfacher Satz, die nächsthöhere Bewusstseinsebene ist, dass du dich nicht mehr mit einem ganz bestimmten Trockennasen auf dem Körper, den du jetzt denkst, verwechselst, sondern dein neuer Körper ist deine Traumwelt. Und egal, was in dir auftaucht, das sind Puzzlestückchen, ausgestreute Schatten von dir selbst. Und dann wirst du zur roten Liebe. Und die rote Liebe heißt nicht, dass man jeden um den Hals fahren muss. Denk an meinen Spaziergang durch den Zoo. Das sind so simple, kindgerechte Beispiele. Du wirst dann dir niemals vorwerfen, dass du dir ausdenkst, dass es so ist, wie du dir das ausdenkst. Ich könnte jetzt wieder sagen, du kannst doch an dir nicht vorwerfen, dass es so ist, wie Gott es erschaffen hat. Merkst du? Das bist doch du. Du Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch ausdenkst, mit Sicherheit nicht der Cem, der jetzt begeistert nickt oder der Udo, der das erzählt. Was sind denn die jetzt? Pixelmännchen. Was ist der Affe, der jetzt vom Computer sitzt, wenn du an dich denkst? Auch nur ein Gedanke. Aber sehr hartnäckiger. Ein sehr hartnäckiger. Das ist dein Gefängnis. Aber das, die eigentliche Grundlage ist der Glaube.
Und du kommst nicht raus, wenn du es nicht haben willst. Du musst es annehmen, fordere dein Wille geschehe. Das, jetzt kannst du dir nochmal in den aktuellen Selbstgespräch hier mit dem Dieter Lange den anhören, was er erzählt. Die zwei Seiten, die Gegenteile. Das können wir natürlich wesentlich präzisieren. Dass dich das immer wieder einholt, du verdrängst die andere Seite, sagt er wirklich in den Schatten. Ich sage, ich will hell haben, ich will Frieden haben, ich will Gesundheit haben. Der Schatten ist dann die Krankheit, das findest du nicht. Und solange du chronologisch denkst, das ist das Hauptproblem, wird es immer wieder auftauchen. Auf hell kommt dunkel, achte auf meine Bergpredigt, bis du das in die Transversale drehst, dass du merkst, ich habe zwei Seiten und ich schaue bloß eine an. Er bringt auch mein Beispiel mit oben und unten. Das eine setzt das andere. Es gibt keine Gesundheit ohne Krankheit. Und wenn du jetzt denkst, du bist der Outdoor, der Zeigenerwecker einer Traumwelt und die ganzen Menschen sind wie Figuren, die du in einen Roman reinschreibst. Wenn du jetzt einen Roman schreibst, egal ob das ein Krimi ist oder eine Liebesgeschichte ist, dir sollte doch klar sein, du kannst doch nicht irgendeinen Charakter, den du entworfen hast, vorwerfen, dass er so ist, wie er von dir ausgedacht wird. Aber durch den Trick mit dem träumenden Geist kannst du dir noch nicht raussuchen, was du träumst. Das mache ich und das ist maßgeschneidert. Und du hast das zu lernen, dich vor nichts und niemandem zu fürchten. Solange du das nämlich magst, bist du Hosenscheißer. Da brauchst du dich ja nicht mit der Vordersprache beschäftigen, dass du meinst, du wirst glücklicher, wenn du dann die Vordersprache beherrschst. Vollkommen uninteressant. Bevor du nicht einigermaßen sprechen kannst, sage ich, kann ich dir Lesen und Schreiben nicht beibringen. Und dieses symbolische Sprechen, SBR Sefer, ich erzähle dir was, es hat auch mit Rechnen zu tun. Es geht nicht um Intellekt. Es geht darum, dass du zuerst einmal in einen Zustand kommst, dass du vor nichts und niemandem mehr Angst hast, schon gar nicht Angst, irgendetwas zu verlieren. Und dass du dich über nichts und niemandem mehr aufregst, weil du weißt, das ist ein Teil von mir selber. Da habe ich genügend Beispiele, denk Internet und der menschliche Körper. Wenn du anfängst, irgendwas nicht haben zu wollen oder verbieten zu wollen, das erkläre ich jetzt aber nicht nur mal, das ist auf so ein Gespräch drauf, wenn deine Internetseiten Meinungen verbieten wollen. Und dir sollte klar sein, was jetzt, sage ich natürlich wieder, wann schaust du das Video an? Vielleicht ist es Schnee von gestern. Weil alles, was auftaucht, taucht jetzt auf. Du schaust unten auf das Datum, da kannst du sagen, ach, das ist ja schon 10 Jahre alt. Vielleicht. Jetzt haben wir Zukunft gedacht, jetzt. Das ist das Spiel. Was da ist, ist immer jetzt da. Schau einfach, was da ist. Und schau, wie du reagierst und wie du das werdest. Das kann ich immer nur wiederholen. Auf der Brösel eben, ich kriege laufend Anrufe, ich sage, was willst du jetzt? Jetzt kann man fragen, die ich in jedem Selbstgespräch in tausenden Variationen beantwortet habe. Wo ist dein Problem? Dass du dir selber Probleme das Vorgelegte, was du dir ständig selber vorlegst, weil du nicht loslassen kannst. Geh in einer Gelassenheit, versuche das Beste draus zu machen, was dein Programm hergibt, mit deiner kleinen Familie und lieb die. Und liebe auch die, die du bisher gehasst hast, das ist der Ausgleich. Und lieben, so wie du dir eben zuliebst. Auch die Giftigen und die Stinker und die Gefährlichen. Sein lassen, ja. Es ist das, diese allumfassende Liebe. Liebe deine Feinde. Das Feine ist das eigentlich, das sind die Kehrseiten, all das ganze Spiel. Und glaube nicht, dass die Welt besser wird, wenn du irgendwelche Gedanken von dir, von irgendwas zu überzeugen versuchst. Was du jetzt feststellst, ist immer die Spiegelung, wo ich jetzt ganz aktuell mit Corona hinweise. Mhm. Die Affen, die eine panische Angst um ihren Körper haben, gar nicht wissen, dass das, was sie bekämpfen, die Rechte eigentlich nur Spiegelbild von ihnen selber sind, dieser Linksfaschismus. Du lebst zurzeit in einer Zeit, wenn wir in die Zeit zurückgehen, es wiederholt sich ja immer wieder dasselbe Spiel. Es ist genau der Aufbau des Nazireichs. Die absolute Entgeistigung von Menschen, die ihre Fahnen, ihre Flaggen hochhalten, was man jetzt offiziell, die offiziellen Naturwissenschaftler, 98% der Wissenschaftler wissen ja, die Seriösen, alle anderen mit ihren abstrusen Theorien, das ist eine unendliche Entgeistigung und Selbstanmaßung und vor allem allen voran eine Entheiligung von Menschen. Mach dir über die keine Gedanken, die lösen sich schon wieder in dir selber im absoluten Nichts auf, wenn du sie nicht mehr denkst. Du musst bloß loslassen können. Und solange du dich darüber noch aufregst, wiederhole ich die in dir. Ich wiederhole die bis zum Erbrechen. Die müssen dir vollkommen gleichgültig werden. Aber allen voran muss zuerst einmal der dir gleichgültig werden, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Wenn du überhaupt kein Bestreben mehr hast, jetzt in deinem Fall den Cem oder an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, den in irgendeiner Form am Leben erhalten zu lassen, dann würde ich dich inspirieren. Weil dann
wirst du durch diese Erkenntnis, ich bin nicht dieser Gedanke. Und ich betone nochmal, das ist hundertprozentig sicher. Du bist auch dann da, wenn du nicht an deinen jetzigen Körper denkst. Und der Wahn, der Geistlose, der seriösen Wissenschaftler, die dir einreden, ohne deinen Körper, ohne deinen Gehirn, gibt es dich ja nicht. Ich sage, das ist alles Lüge. Es ist hundertprozentige Lüge. Es ist geistlos, nachgeäfftes, geistloses Wissen. Das gilt jegliche Form von Religion, jegliche Form von Esoterik und allen voran die Naturwissenschaft gilt. Es ist geistlos, nachgeäfftes Wissen. Und das demonstriere ich dir. Demonstro, letztes Selbstgespräch anhören, beziehungsweise das vorletzte. Das demonstriere ich dir mit diesen Affen in deinem Traum. Und da bin ich jetzt nicht beleidigend, das ist das, was ist. Wenn du jetzt wieder dich beleidigt fühlst, machst du schon wieder dein Programm. Und dann hast du es viel leichter in deiner jetzigen Gemrolle, wie wenn du einen Status hättest in deiner Welt. Dass du irgendein Professor bist, der anerkannt ist, oder Wissenschaftler oder irgendein Chef an einer großen Firma. Du hast es wesentlich schwerer. Du musst es auch keinen Song sagen. Ich spiele deine Rolle weiter, noch einfacher kann ich es dann gar nicht machen. Absolut. Absolut. Achte übrigens einmal drauf und dann lassen wir es gut sein, wie oft hier unser Pixel, die da lange, der Lautsprecher, das Wort absolut bringt. Mhm. Okay. Das ist unwichtig. Und warum macht denn das? Weil wenn du das anschaust, ich dir das träumen, dir das ausdenken lasse. Vorher ist da überhaupt nichts und da außen sind auch keine. Das ist das unser ewiges Spiel. Das wird jetzt Schritt für Schritt, wirst du Wunder erleben, aber du musst die zulassen. Und das passiert, ansonsten spielst du ganz deine Rolle und du weißt, der Udo sagt immer, ach, wie schön, dass keiner weiß, dass ich Rumpelstützchen heißt. Du gehst bei dir auf die Arbeit mit den Arbeitskollegen mit drumherum und du bist der einzige von den ausgedachten Figuren, der weiß, warum die jetzt da sind und warum sie das machen, was sie machen, weil du das dir ausdenkst und träumst. Das ist natürlich, es ist ein Gefühl, das kannst du mit keinem mitteilen, weil sobald du das wieder an erzählen willst, bringst du dich in die Klapse. Aber das Problem ist, weil du schon wieder versuchst, deine Information zu erklären, was er ist. Du kannst mit einer Information, mit was Existierendes nicht geistreich kommunizieren. Eine geistige Kommunikation kriegt dich nämlich im Jenseits ab. Das hast du in dir selber, in dem roten Kopf. Alles klar, Jimmy? Alles klar, danke dir. Freut. All meine Liebe in dich. Ebenso, danke schön. Ciao, ciao.